Ich bin so motiviert, was zu tun, aber ich habe keine Idee, was ich sagen soll. Ja, Leute, so ungefähr geht es in meinem Kopf ganz oft ab. Und ich glaube, das geht vielen Creatern so, dass die am Anfang überhaupt nicht wissen, wo soll ich überhaupt anfangen, was soll ich überhaupt machen. Und dann haben viele von uns auch noch so einen Perfektionismus dazu und wollen alles besonders gut machen und besonders perfekt und alles muss genau richtig sein, damit der Content auch gut ankommt. Aber ich glaube, es ist mal viel wichtiger, die Sachen überhaupt auf die Kette zu bringen. Es gibt den schönen Spruch, der heißt, better done than perfect. Also besser, du hast die Sache abgehakt, als dass du sie perfekt machst. Ja? Get shit done und nicht in dem Gedankenkonstrukt verharren und einfach nichts tun. Das ist einfach so ein gefährlicher Strudel. Da gerät man so leicht rein, dass man sich über irgendwelche Videos oder Videoideen Gedanken macht und sagt, ach, ich muss planen und ich muss produktiv sein. Und letztendlich setzt man sich so unter Stress, weil man es dann besonders gut machen will, auch noch dazu, dass man gar nichts macht. Deswegen heute nur mal so als kleiner Appell an euch, es muss nicht immer perfekt sein. Und ich muss mir das immer wieder selbst vor Augen halten, weil ich bin nämlich selbst so ein kleiner verkackter Perfektionist und will alles immer besonders gut machen und setze mich da übelst unter Druck. Aber deshalb versuche ich mir in letzter Zeit auch immer so vor Augen zu halten, Hauptsache, du kriegst überhaupt was auf die Kette. Hauptsache, du ballerst einfach mal was raus, damit du Übung kriegst, damit du Erfahrung kriegst und einfach besser wirst in dem, was du tust. Weil es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Dummer Spruch. Aber so ist es nun mal leider. Nur mit kontinuierlicher Arbeit und kontinuierlichem Einsatz wird man besser. Aber dabei sollte man natürlich nicht vergessen, dass man sich auch mal Pausen gönnt und auch mal abschaltet. Wie auch immer, ich laber echt schon wieder sau viel. Das war nur mal so ein kleiner Impuls, der gerade so in mir drin steckte. Außerdem, da kommt's noch, Trick 17 aus der Kiste, habe ich noch was Neues gestaltet, was ich euch gerne zeigen will, weil mich das ganz schön viel Arbeit gekostet hat jetzt die letzte Zeit. Aber ich bin soweit ganz zufrieden und ihr werdet das in nächster Zeit auch öfter mal sehen, weil ich habe mir ein kleines Intro gebastelt und hier kommt's. Das war mein neues Intro. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wie gesagt, es hat mich einen Haufen Arbeit gekostet, weil ich das in After Effects gemacht habe und ich habe von After Effects so null Plan, aber so null. Aber es hat einigermaßen geklappt. Ich bin soweit zufrieden und jetzt habe ich endlich mal wenigstens ein solides Intro für meinen Kanal. Irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, es wird mal Zeit, dass ich mal irgendwas Intro-mäßiges habe, weil irgendwie stört es mich, dass ich bisher nichts hatte. Wie dem auch sei, ich alte Laberbacke, hör mal auf zu labern. Macht's gut, Freunde, wir sehen uns demnächst.